Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, der Marco. Heute habe ich euch mitgebracht Artback Artcore, der Punker. Yvonne, sag mal, was fällt dir spontan zum Punker ein? Irokese. Zerrissene Klamotten. Kettchen. Doc Martens. Saufen. Hardrock-Konzerte. Abstürzende Brieftauben. Das ist eine Band. Tja, was fällt mir zu dem Whisky ein? Ich zeige euch mal das Fläschchen. So richtig Punker-like, finde ich, sieht es gar nicht aus. Aber so what? Und im direkten Vergleich hier mal das Gläschen. Also, der ist extrem hell. Warum habe ich mir heute Artback Artcore ausgesucht? Weil es hervorragend zu meinem C passt. Mein C ist grün, blau, lila, gelb, ein klein bisschen schwarz. Den habe ich mir am Wochenende in einer akrobatischen Sonderaktion mehrfach gebrochen. Und deshalb sitze ich hier ohne Schuhe. Meine Büromitarbeiterin ist den ganzen Tag am Jammern. Das wird hier so komisch nach harzer Roller riechen. Ich persönlich fühle mich dadurch sehr gedisst. Aber was macht man nicht alles, um anderen Leuten eine kleine Freude zu machen, ne? Sitzt im Hintergrund, ist sie schimmelig am Lachen. Das ist unfassbar. Ja, was steht denn auf dem Fläschchen? Auf dem Fläschchen steht Artback Artcore, The Ultimate Isla Single Malt Scotch Whisky, so wie auf allen Artbacks draufsteht. Und dann steht hier, like bitting oder biting a spicy ball. Also, als wenn man in einen stacheligen Ball reinbeißen würde. Darüber hinaus hat man wieder mit so kleinen Gimmicks gearbeitet. Man kann das vielleicht hier sehen. Hier an der Flasche Sicherheitsnadel, dankeschön. Sicherheitsnadel angebracht. Ansonsten fehlt mir persönlich, wenn ich jetzt auf so eine Flasche drauf gucken würde, ich hätte da noch irgendwie den Irokesen oder sowas drauf gemacht. Aber wie immer, marketingtechnisch gesehen, finde ich, sieht das ziemlich schick aus, was hierher kommt. Wo liegen wir preislich? Wir liegen preislich, es ist nicht die Committee-Abfüllung, sondern es ist die, die jetzt ganz regulär in den Markt gekommen ist. Wir liegen bei 46 Volumenprozent ohne Altersangabe, nur mit der Information, dass es mit dunklem Malz hergestellt worden sein soll. Liegen wir bei roundabout 130 Euro die Flasche. Und wenn man überlegt, dass wir beim Uggedal, beim Coral Dragon Whiskys bekommen, die deutlich unter 100 Euro liegen und die fast stark sind. Und wenn man so einen Zehner sich anschaut, ich muss gestehen, die neuen Preise weiß ich gar nicht auswendig. Ich würde vermuten, der Zehner liegt immer noch unter der 50-Euro-Marke. Dann bin ich immer noch der Meinung, bekommt man hervorragende Artback Whiskys als Core Range, als Standard Range. Und deshalb bin ich immer ein klein bisschen vorsichtig, wenn es um die Sonderabfüllungen gibt. Aber die erste Nase, muss ich gestehen, ich habe eine schöne rauchig-speckige Süße und ich habe auf der Flasche gespingst. Auf der Flasche steht noch mit drauf, dass dunkle Schokoladenaromen, eine schöne Toffee-Note, ein bisschen Anis, dass das alles mit drin sein soll. Und jetzt, wo ich schnupper, bilde ich mir ein, dass ich die Schokoladennote auch tatsächlich habe. Ansonsten ist mein erster Whisky heute, ist der sehr mild, sehr weich in der Nase. Ich würde sagen, von der Nase her durchaus typische Artback-Aromen. Leichte Zitrusnote, ein bisschen hellfruchtig. Wenn man ihm mehr Wärme und Luft gibt, kommt für mich die Zitrusnotigkeit, die Hellfruchtigkeit mehr durch. Und bevor ich mich dumm und dämlich quatsche, probiere ich unseren Punker doch einfach mal. Unser Biss in den stacheligen Ball. Dementsprechend, also bei 46 Volumenprozent, ich erwarte natürlich jetzt was Richtiges, was richtig crunchy, was richtig intensiv und kraftvoll ist. Ja, 46 Volumenprozent, schauen wir mal, hä?
extrem mild am ersten Antritt. Und dann kommt das, was sie wahrscheinlich als den stacheligen Ball bezeichnen. Der Alkohol pritzelt auf der Zunge. Ich finde, der Whisky schmeckt relativ jung. Vielleicht will man auch diesen stacheligen Ball so ein bisschen mit der Jugend, oder hat man damit die Jugend beschrieben. Ich würde glauben, dass das kein allzu alter Whisky ist. Er hat aber keine metallischen Noten oder sowas. Aber er schmeckt jugendlich frisch. Das Kaffee oder die Kaffeearomen habe ich stark spürbar. Es kommt tatsächlich auch so ein bisschen diese Anisnote mit rein, aber die habe ich im Nachschmecken. Die ist nicht vordergründig, sondern eher so ein bisschen im Hintergrund. Für 46 Volumenprozent, finde ich, kommt da am ersten Gaumen sehr mild und sehr weich daher. Ist dann auf dem, ja, wenn man den Whisky richtig im Mund hat, ein klein bisschen pritzelig und geht nach hinten hin leicht wärmend weg. Jetzt stelle ich mir die Frage, finde ich den Whisky lecker? Und da bin ich ganz ehrlich, grundsätzlich finde ich diesen Whisky lecker. So, und jetzt frage ich mich, 130 Euro. Dann muss ich sagen, ich finde den Whisky immer noch lecker, aber der Preis passt für mich überhaupt nicht. Kauft euch, meine feste Überzeugung, kauft euch einen Artback 10, ihr habt die gleiche Umdrehungszahl und ihr bekommt für deutlich weniger, deutlich mehr Whisky. Warum kann ich das als Händler sagen, wo ich doch diese Flaschen habe und sie auch verkaufen will? Die Flaschen werden sowieso verkauft, ja. Die Leute wollen die haben, sie wollen sie in ihre Sammlung stellen und das ist auch in Ordnung. Aber das ist das, was ich gleichzeitig Artback so ein klein bisschen als Vorwurf machen würde. Ich finde, liebe Artback-Produzenten, liebe Distillery, lieber Importeur, alle, die ihr dahinter steht, ich finde, dass ihr granatenmäßig gute Whiskys macht. Ihr müsst euch hinter eurer Core Range in keinster Weise verstecken. Ich finde, das sind richtig, richtig, richtig gut gemachte Whiskys. Und dann frage ich mich, muss jedes Jahr eine Sonderedition auf den Markt kommen? Oder sollte man vielleicht nicht nur Sondereditionen dann auf den Markt bringen, wenn die Qualität wirklich so ist, dass sie sich auch abhebt von dem, was ihr sonst so bietet? Und das Abheben, bin ich ganz ehrlich, das sehe ich bei dieser Abfüllung nicht. Ich finde, es ist ein gut trinkbarer Whisky, den ich eher in die Kategorie Standard, jugendlich, frisch einsortieren würde, aber nicht in den Bereich Outstanding oder außergewöhnlich oder gar jenseits der 100-Euro-Marke. Hier geht es wieder einzig und allein um das Thema Sammeln. Das ist auch, wie gesagt, in Ordnung. Wer die Flasche im Regal stehen haben möchte, um seine Sammlung damit zu erweitern, why not? Aber ich glaube, die Flasche wird sich langfristig nicht unfassbar groß im Preis entwickeln. Dafür ist das, was drin ist, in meinen Augen zu schwach. Und ihr bekommt es einfach in der Core Range für deutlich weniger Geld deutlich besser geliefert. Ja, und in dem Sinne trinke ich das Gläschen trotzdem aus, weil lecker war er ja. Und ja, wünsche euch noch eine schöne Woche. Und ich bin mir sicher, wir sehen uns die Tage wieder. Macht es gut. Tschüss.